Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Till. Till und sein Vlog, das Richtig. Ist der YouTube-Kanal, da müsst ihr mal gucken. Und heute am 7. Dezember hat jemand Geburtstag, nämlich Hermann Mayer. Kennst du Hermann Mayer? Hermann Mayer, der Herminator, Skifahrer, österreichischer Rennskiläufer, zweimaliger Olympiasieger und dreimaliger Weltmeister, viermal zu Österreichs Sportler des Jahres gewählt worden und ist geboren 1972 am 7. Dezember. Ja, aber Hermann Mayer, das ist so ein Name, da können Sie jetzt auch mit Sicherheit 100 ja. Zuschauer angesprochen fühlen. Ja, wenn du im Internet Hermann Mayer eingibst, dann kommt wahrscheinlich eh als erster. Aber wenn du das zum Beispiel eingibst bei irgendeinem Social Media, da kommen 500 verschiedene Hermann Mayer. Hermann Mayer. Aber wenn du hier eingibst Herminator, kommt nur er. Okay. Herminator, weil er so ein Brecher war, weißt du? So, piu, immer die piu, runter. Mhm. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Ohne Rücksicht auf Verluste. Du bist Fan, ich merke schon. Nee, ich bin kein Fan, aber ich habe Ahnung. Okay. Ja. 7. Dezember, da hast du noch einen anderen Fakt. Ja, und zwar wurde da die Superzahl beim Lotto eingeführt. Nee! Lass es 1991 gewesen sein. Respekt und Anerkennung, ja. Das kann man sich mal merken hier. Am 7. Dezember, wenn du jetzt am 7. Dezember an der Kneipe sitzt. An der Kneipe, in der Theke so, ne? Und hast du so ein Mädel und dann sagst du dir, weißt du was? Heute, 1991, ist die Superzahl im Lotto eingeführt worden. Da sagt die, wo ist dein Zimmerschlüssel? Genau. Ja, und am 7. Dezember ist aber auch internationaler Tag der zivilen Luftfahrt. Also heute ist internationaler Tag der zivilen Luftfahrt. 1997 das erste Mal in Kraft getreten. Da frage ich mich und immer, was macht man dann an so einem Tag? Da gedenkt man der zivilen Luftfahrt. Also nicht militärisch? Ja, ist schon klar. Zivil. Zivil. Ja, also halt zivil. Personen werden da befördert, dann von A nach B, also meistens von Flughafen zu Flughafen halt. Meistens. Manchmal endet das auch irgendwo über dem Meer. Aber das ist dann aber nicht so schlimm. Relativ. Was? Nicht so schlimm? Nicht so schön. Nicht so schön. Achso, ja, genau. Nicht so schlimm. Nein. Ja, über dem Meer. Meer ist ja schön. Ja, ich mach mal Urlaub am Meer und sowas. Egal. Ja. Am 7. Dezember hatten wir aber auch noch was anderes. Ja, und zwar ein historisches Ereignis. Ich muss wieder hier meine Haltung einnehmen. Und zwar Willy Brandt, damals Bundeskanzler, hat den berühmten Kniefall gemacht. Gesehen? Gesehen habe ich. Das war in Polen. Ich kann es dir hier. Kniefall zu Ehren der Opfer des Nationalsozialismus. Ja, genau. Das wollte ich auch sagen. Ehemaligen Warschauer Ghetto. In Warschau, genau. Genau. Richtig. In Polen, ist ja in Polen. Das ist Polen. Siehst du? Ja. Unbewusst alles richtig gemacht. Genau. Warum hast du eigentlich diese Körperhaltung eingenommen? Das mache ich immer, wenn ernstere Themen kommen. Achso, das ist die ernste Körperhaltung so. Genau so. Das ist gut. Weißt du, seriös. Da können wir auch ernst. Ein bisschen seriös wirken. Nur ein bisschen. Können wir ja auch ernst die Sendung beschließen. Dann sehen wir uns morgen wieder. Und ich sage bis dahin. Cheerio, Miss Sophie.